Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und ja, wie bereits angedroht, wollte ich euch natürlich wissen lassen, wie wir im Clan Free-to-Play die Liga gespielt haben. Und ich bin aktuell mit Leila unterwegs tatsächlich, der Clanführerin oder dem Account, der diesen Clan auch führt. Ich bin mittlerweile Rathaus 10, komme aber mal in späteren Folgen zu, denn ich hatte mir auch da mal wieder ein bisschen was ausgedacht, wie levelt man am effektivsten, am schnellsten, am besten, am tollsten. Gerade so ein Rathaus Level 10 ist unheimlich wichtig, das wisst ihr, aber wir wollten natürlich in die Liga reingucken. Und ihr wisst, wenn ich jetzt hier unten wieder so heftigst klicke, dann habt ihr schon das Ergebnis, aber ihr habt jetzt nicht mein Ergebnis, denn mein Ergebnis sind lächerliche 40 Medaillen, obwohl lächerlich will ich gar nicht mal sagen, denn die bekommt man oder die bekommen oder die habe ich bekommen für nichts tun. Ich habe also keinen Stern geholt. Ich habe also keinen Stern geholt, habe auch eben noch ein bisschen anpassen. Ich habe also keinen Stern geholt, sondern ich war einfach nur Mitspieler. Und wenn ich hier auch auf das Info gehe, steht das auch da, beziehungsweise nicht, dass ich ein Mitspieler war. Die Liga-Medaillenbelohnung richtet sich nach der Menge der Sterne, die du erkämpft hast. Ich habe eigentlich gar keinen gemacht. Und der Ligastufe und Platzierung deines Clans. Also von daher sind das so Trostmedaillen. Die hat Supercell ja irgendwann mal eingeführt, dass die mitgenommen werden, aber eigentlich gar nicht rankommen, nicht ganz leer ausgehen. Das Einfachste ist natürlich, man spielt irgendwo anders im Krieg, aber ihr wisst selber diese ganze Rumtauscherei. Ich finde, das hat mal ganz gut funktioniert. Aber irgendwann bleibt das ein bisschen auf der Strecke, vor allen Dingen, wenn man mehr Accounts spielt. Aber wir gucken mal ins Ergebnis rein. Hier stehen wir natürlich auch auf dem letzten Tag, aber ihr seht es unten schon. Auch hier haben wir eigentlich gut gespielt, auch wenn wir drei Spiele verloren haben. Zwei haben wir gewonnen. Result gibt es am Ende. Und hier muss ich allerdings sagen, gab es dann schon wieder so einige Hit-Ups zu machen. Beziehungsweise. Ja, ich glaube, wir mussten, das war so eine, das war, ich glaube, es war eine Hit-Up-Woche. Unten war es immer relativ gleich, 11 auf 11. Aber man kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, das ist der kleine Clan hier. Das kann man gar nicht mehr sagen. Denn der kleine Clan, ihr seht das hier oben, ist, hat auch schon 12er. Ich glaube, der kleine Clan hat auch schon 13er. Aber der kleine Clan hat hier unten gar keinen Dreier gemacht. Okay, picken wir uns einen raus, möglichst nicht den Alex. Denn das ist einer meiner Accounts, ihr wollt euch ja sehen, das war der Chief Barfuß, der musste auch Hit-Uppen. Gehen wir hier oben rauf, mal auf die Nummer 1. Er hat der Tät gemacht. Schauen wir uns mal an, was er da verbrochen hat. Aha, Rathaus 13, Schrägstrich 2, also zweite Ausbaustufe 1, Scattershot schon auf Endlevel. Und der Tät ja als Rathaus Level 12 hat sich gedacht, dass er dort das Ganze mit Drachen macht, also erstmal so ein bisschen die erstmal so ein bisschen die na, die Seiten clearen, entschuldigt bitte, erstmal so ein bisschen die Seiten clearen, um dann mit den Drachen ach, da hinten holt er sich nur die Prozente. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Da hinten holt er sich nur die Prozente, okay. Und dann kann das hier weiter reingehen in die Base. Safe Blimp mit, ja, ich glaube, da waren dann, da gucken wir gleich mal am Ende rein. Ich denke, ich glaube, das ist so gang und gäbe hier bei uns, dass wir uns die uns das Rathaus gerne mit einer Blimp holen und dann Kobolde da reinpacken. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Sicher ist sicher. Und ja, hier unten, es war natürlich noch gerade erschwerend. Ich habe jetzt gerade noch die Clanburg gesehen mit den super Minions da drin, aber zwei Sterne da drin. Ich finde, das ist ganz in Ordnung. Damit kann man ganz gut leben. Und vor allen Dingen, wenn man selber Hit-Up muss, das heißt also eine Rathausstufe höher gehen muss, wenn nicht sogar zwei. Es wird sicherlich auch Clans geben. Ja, da müssen die Leute mit Rathaus 9 teilweise 11er machen und so. Ihr kennt das selber. Muss ich euch alles eigentlich gar nicht mehr erzählen. Ärgern wir uns mal nicht rüber. Zweiter Clankrieg. Zweiter Krieg in der Liga. So muss man es ja sagen. Okay, da hat der Tät gut gedefft, aber dennoch, ah, schade, doch verloren, aber auch wieder ein Angriff zu wenig. Ich denke mal mit zwei Sternen.
wäre dann natürlich noch was gegangen, der Mattes. Der hat nämlich nie angegriffen, den schnappe ich mir mal persönlich, da ich ihn auch persönlich kenne. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Dann hätten wir hier vielleicht schon einen Sieg einfahren können. Nehmen wir mal hier den Hase. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Mal sehen, gegen den NYIBHÜLE vom Clan Death of Death. Mal sehen, wie er da reingeht. Okay, er blitzt hier. Also kurz einmal angerüttelt mit einem Erdbebenzauber. Dann wird die Luftabwehr dort weggeblitzt. Mal sehen, ob er, ja, habe ich mir gedacht, die nimmt er auch noch mit. Denn auch gleich den Feger mitgenommen. Und man sieht das so ein bisschen. Sichere Kiste spielen, Leute. Spielt ruhig sichere Kiste in der Liga. Auch hier schön gesehen, dass man hier hinten oben in dem Bereich schön die Prozente wegsnacken kann. Und dann hier unten mit King und Queen so ein bisschen die Front geräumt, denn da stehen auch ein paar Gebäude, die etwas härter sind und etwas mehr Trefferpunkte haben. So muss man es ja sagen. Und jetzt dürfen nur die Drachen nicht ganz so weit rausziehen, aber da sorgt er da oben mit einem, mit dem kleinen, mit dem Babydrachen dafür, dass die auf jeden Fall in der Spur bleiben. Auch hier wieder die Blimp. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Hier kamen jetzt zwei Drachen raus. Jeder Clan ist da ja auch ein bisschen. Oder jeder ist auch anders. Was ist am effektivsten in der Clanburg? Ja, die überleben jetzt natürlich und fliegen jetzt erstmal den Drachen hinterher, machen jetzt erstmal den Warden kaputt. Was natürlich sehr ärgerlich ist, denn der hat nicht so viele Trefferpunkte. Es kommen noch so ein paar nervige Skelette raus. Aber hat jetzt schon die zwei Sterne gut drin. Und auch hier wieder ein. Das müsste für ihn auch, ja, ist Max Elver der Hase und kann in jedem Fall dort einfach weitermachen. So. Wir gehen mal zum nächsten. 3. Wir sind bei 3. Nicht, dass ich hier den Faden verliere. 29-31. Auch wieder knapp. 14 Angriffe von 15. Es ist natürlich traurig. Hier hat Mada ein 10er reingeballert. Das war der Toto himself. Dann hauen wir uns doch gleich mal den Mada rein hier. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Okay. Aber das Rathaus ist längst nicht so gut ausgebaut. Man lässt sich auch mal gerne von Mauern täuschen. Dass die dort irgendwo eine Base eher schwach wirken lassen, aber auch nur schwach wirken lassen, denn es ist natürlich eine Rathaus 12 Basis, aber noch, ja, kleines Rathaus, also noch nicht auf voller Ausbaustufe. Allerdings der die Adlerartillerie ist schon auf vollen Ausbau und der Rest eigentlich auch gut unterwegs. Ich sehe zwar noch ein bisschen Zehnerzeug, ich sehe noch ein bisschen Elberzeug, da oben ist noch ein Zehner Turm, glaube ich. Da ist das schon Elber. Könnte ein Elber sein. Aber mit den grünen Vorhängen ist das eigentlich noch 10, wenn nicht sogar 9. Ne? Müsste ich nochmal nachschauen. Aber durch diese Lücke kommt man sehr, sehr gerne dort in so eine Base rein. Alle 5 Tesla da, also Tesla Farm und die Blimp hier sorgenfrei, hätte ich fast gesagt, mit in die Base rein. Auch hier glaube ich, so schnell wie das Ding down geht. Ah, was hat er da drin? Oh, ich glaube, da hat er Yetis mit drin gehabt. Okay, Yetis mit drin gehabt. Wurde natürlich jetzt so ein bisschen abgenervt von den vielen, vielen kleinen Skeletten. Und auch hier seht ihr, hat man echte Mühe gegen die Super Minions. Nur Gift reicht in der Regel nicht. Also, na, ich weiß nicht. Hat er aber noch gut hingekriegt mit seiner Queen. Ich persönlich bin da eher so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, schissig. Ich habe die immer gerne im Gift und dann auch im Freester stehen, sodass die in jedem Fall down gehen. So viele Trefferpunkte haben die nicht. Aber wenn die erstmal aus dem Gift rausgeflogen sind, dann können die natürlich viel, viel Trouble machen. Und die Drachen fliegen hier eigentlich schön Feld für Feld ab, beziehungsweise Feld für Feld rum. Hat keinen Zauber mehr, aber von beiden Seiten Drachen. Die 37er Queen hier ist auch gestellt, auch keine Gefahr mehr da. Also ich sehe übrigens diese Angriffe auch zum ersten Mal. Ich habe zwar so 1, 2, 3 Angriffe hier auch live gesehen, immer so in dem Zeitraum, wo ich dann halt hier auch gebaut habe, ein bisschen gespendet habe und natürlich angegriffen habe. Aber
habe hier bei weitem nicht alles gesehen und ist aber, denke ich mal, nicht so schlimm. Die Leute, die hier ja im Clan waren, haben sicherlich dort mehr gesehen. Und gehen wir mal in Tag 4 rein. Mal sehen. Das ist jetzt schon der Gewinnertag. Oh, 37,7. Okay. Eindeutig. Der Gegner hat auch nur 4 Angriffe gemacht. Und mir fällt es einem ja schon fast schwer, was zu zeigen, muss ich sagen. Ramses, wo haben wir denn den Wopper hier eigentlich? Tutmosis, Ramses, die haben wir alle irgendwo schon mal gesehen. Toto hat den gemacht. Schattentänzer. Wir haben 14 von 15. Jetzt sag nicht, der hat nicht angegriffen. Kann ich gar nicht vorstellen. Alex Romano. Oben angegriffen. Oder hat er echt nicht? Jetzt muss ich doch mal reingucken. Doch hat er. Auf die Nummer. Ach, auf die Nummer 2. Also ein Hit abgemacht. Okay. Nehmen wir den Romano hier. Nehmen wir den Romano. Als Rathaus. Auch als Rathaus 12 mit Boost-Trank. Also mit Trank für die Helden. Das sieht man da unten so ein bisschen, dass das so ein bisschen lila blinkelt. Und jetzt der Truppenboost auch noch mit reingeworfen. Also, ja. Es ist immer schwer und müßig zu sagen, wann nehme ich eigentlich diese Tränke. Das Optimalste ist natürlich, dass du in der einen Stunde, wo der Trank aktiv ist, ich sag mal in der Liga oder im CW 2 Angriffe machst, damit du ihn voll ausnutzt. Und gegen so einen Gegner hier, wo man ja schon so ein bisschen absehen konnte, dass er nicht so stark ist, beziehungsweise unter Umständen gar nicht angreift, die Clanburgen teilweise leer waren. Ich glaube, so hier und da war doch mal ein Trüppchen drin, aber meistenteils waren sie dann leer. Ob man dann diesen Trank dafür verschwendet. Ich meine, gut, wenn man jetzt natürlich sagt, Mensch, ich will das Höchstmögliche an Sternen rausholen, das ist gar kein Thema. Und über so eine Spitze komme ich übrigens auch sehr, sehr gerne rein. Dann nehme ich gar nicht mehr die breite Front, gerade mit dem Messtruppen hier, sondern dann nehme ich tatsächlich auch gerne mal die Spitze. In der Mitte wird es noch mal ein bisschen interessant, aber ist ja auch noch viel am Start hier. Unten warten natürlich noch 2 Bombentürme jetzt auf die vielen Hexen und Skelette. Die müssen da auch erst noch durch, hat jetzt auch keinen Zauber mehr. Die sind jetzt alle weg, aber ich denke mal, genug Fußvolk noch in der Base. Der Packer macht hier nochmal, spielt nochmal den Mauerbruch. Der hat nämlich gerade nochmal so die Mauer aufgemacht. Sonst hätte es da unten noch ein bisschen länger gedauert. Bombentürme sind jetzt auch weg, Magiertürme jetzt gleich auch, aber der Worten unterstützt er erstmal, der lässt sich da viel lieber anschießen von so einem Magierturm und fliegt da auch ran vorbei. Erstmal links liegen lassen. Ah, jetzt, okay, jetzt hilft er doch ein bisschen. Einmal umgedreht und schön gemacht hier. 5 auf 5 mit 3 Sternen hier vom Romano. Und wir gucken uns auch ruhig mal den Hit up hier vom Wopper an. Schauen wir mal, Rathaus Level 11 maxed. Auf Rathaus Level 12 ziemlich stark ist auf jeden Fall. Ist noch ein Vierer, okay, ist noch kein Fünfer, hat also noch nicht den Gigatester da draußen. Und mal sehen, was er macht. Blitz hier auch mit Drachen, da ist natürlich nach wie vor in aller Munde. Man muss es halt können, so will ich es mal sagen. Ich habe aber auch diese Woche mit Drachen angegriffen, so ist nicht. Ich habe das Ganze auch mal genutzt, gerade für gute 2 Sterne, sage ich mal, wo ich jetzt nichts riskiere. Also ich komme jetzt dem Rathaus nicht aus der Ferne entgegen, sondern gehe meistens dann gegen das Rathaus, um wenigstens das zu bekommen. Denn ein Sterner ist mir hier auch gelungen, dieses Mal. Aber nur am letzten Spieltag, glaube ich, da habe ich hier nochmal ein bisschen geschwächelt. Weiß auch nicht, was da mit mir los war. Aber da hat es mich schon beim ersten Einsterner ein bisschen geärgert, dass es so gewesen ist. Weißt du, da habe ich wieder gedacht, Mensch, jetzt mal wieder safe was mitgenommen fürs Rathaus und habe mich selber eigentlich belehrt, dass ich dort mal wieder keine Safe Blind mitgenommen habe oder irgendwas, was ganz, ganz sicher das Rathaus umhaut, sage ich mal. Hinterher ist man immer schlauer, das wisst ihr, und wenn man dann auch noch die Zeitlupe guckt, wie knapp es manchmal dann war, ist schon sehr, sehr ärgerlich, dass man den einen Stern jetzt nicht mitgenommen hat, denn es war ja jetzt nicht gerade weit, weit weg hier. Okay, in diesem CK war es weit, weit weg, aber im nächsten Clankrieg, glaube ich, war schon wieder ein bisschen enger. Am Ende seht ihr dann ja auch, dass
das Saisonresult, also wie wir letztendlich hier abgeschnitten haben am Ende und nochmal ein glückliches Händchen gehabt. Vielleicht auch, vielleicht sind wir auch gerade so davon gekommen, dadurch, dass es jetzt nur eine Sechsergruppe war und nur einer absteigt, also nicht zwei oder drei, sondern nur, oder nee, drei steigen sowieso, ja, glaube ich, steigen sowieso mal zwei ab. Hier am Ende, denn hier, jetzt muss ich mal eben schauen, ja, das war schon wieder ein bisschen enger, das seht ihr, 13 von 15, zwei Leute hier angegriffen und trotzdem gewonnen, ne? Und trotzdem gewonnen. Mann, Mann. Ja, 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 so habe ich denn mal einen Angriff. Oh, guck mal, hier hat Mattes hat auch mal angegriffen. Ja, also scheinbar kann das ja doch. Und der Toto hat ja auch mal. Gucken wir uns mal an, was der Toto gemacht hat. Den hat es nämlich hier kurzfristig mal rein verschlagen. Ah ja, da ist die Taktik. Ihr müsst so auf 9 Uhr gucken. Da komme ich nämlich. Ach nee, stimmt gar nicht. Auf 3 Uhr komme ich rein. Entschuldigt bitte. War eine andere Base mit der 9 Uhr Taktik. Und echt hart über Eck hier. Ja, weiß ich nicht, ist aber auch hier keine Clanburg. Ach doch, hier, ich glaube, der hatte Clanburg, oder? Ah, die hatten nicht immer Clanburg drin. Auch hier in dem CK war das, glaube ich, so. Dass hier nicht alle eine Clanburg drin hatten von unseren Gegnern. Aber die Maschine da natürlich jetzt ganz, ganz alleine auf weiter Flur. Keine einzige Truppe mehr mit dabei. Ein bisschen schade. Aber das ist halt das, dass wenn man halt auch so angreift, wie ich es jetzt getan habe, dann ist es ganz normal, der King müht sich da die Belagerungsmaschine kaputt zu machen, schafft es aber auch nicht und ich komme auf jeden Fall nicht ganz bis zum Rathaus, okay, war ein bisschen spät der Fries, war ein bisschen spät, aber dennoch hatte ich dort ein paar Bowler drin, Riesen drin und der Sprung war, ich würde fast sagen, da oben der Sprung war gut, hier unten der Sprung war semi. Der war scheiße. Man muss es einfach manchmal so sagen. Er war nicht so effektiv. Ja, um es gemilde zu sagen. Okay. Sieht gar nicht mal so gut aus, jetzt, dass ich nicht mehr so viel Truppen habe. Denn der Tesla hier, beziehungsweise die paar Skelette schaffen den Tesla nicht mehr ganz. Und meine Queen muss jetzt noch einmal ganz rumgehen, bis hier oben zur Kanone. Beziehungsweise bis zur Meisterhütte. Ich konnte sie noch zünden, habe sie relativ früh gezündet, damit ich noch ein paar Bogenschützen gleich mit dabei habe. Erstmal checken, hoffentlich keine Bombe dort, aber es war dort keine mehr. Und ein bisschen Lack gehabt, dass die auch nach außen gehen, die paar Bogenschützen, und den Sammler hier unten auf 9 wegmachen. Aber trotzdem habe ich hier ganz schön gezittert, dass es was wird. Denn es wurden immer weniger Truppen, auch wenn wir keinen Flächenschaden mehr haben. Sind die Kanonen natürlich auf höheren Level nicht zu verachten. Und ich musste ja mindestens noch einmal durch eine Mauer durch, weil der Tesla da doch ziemlich zentral da in seinem Quadrat stand. Auch die Zeit war, ich weiß gar nicht, ob das sehr, sehr eng war, aber ich glaube, das war mein engster Angriff in dieser Woche, den ich hatte. Auch was die, ich meine auch, was die Zeit angeht. Sie läuft ja sowieso immer gen Null. Aber die Queen macht natürlich die Mauer hier auf Range und der Tesla kommt da jetzt nicht ran. Und da er sowieso schon angehetet war, nochmal die Bombe, die tut natürlich nochmal ein bisschen weh, aber er war eh schon angehetet. Also auch hier 3 Sterne, ein bisschen glücklich und mit so einer Haut-Rauf-Taktik hier. Aber Mess-Taktiken gehen einfach nach wie vor in dem Spiel, gehört auch mit dazu. Und wir gehen mal in die Season-Info rein. Also wir sind noch Vierter geworden, wir waren nämlich relativ lange Fünfter. Sind noch Vierter geworden, konnten aber eigentlich gar nicht absteigen, denn die Nummer 6 hat ja so gut wie nichts gemacht hier. Ihr seht das, 35 Sterne auf 5 Tage verteilt. Mit den oberen konnte man natürlich jetzt nicht mitstinken, aber 2 sind aufgestiegen und einer nur abgestiegen. Wir haben also die Liga gehalten, also nächstes Mal wieder Kristallliga 3. Ich meine, ihr habt jetzt auch gesehen, das ist jetzt auch unsere zweite Liga gewesen, wo wir, ich nenne es mal so, nur in Anführungsstrichen ein 15er Liga zustande bekommen haben. Mehr ist im Moment auch hier nicht drin. Auch hier hat man natürlich ein bisschen Memberschwund. Dasselbe Thema wie im Clan Herausforderer. Aber ich habe hier jetzt extra warten lassen, dass ich das noch aufnehme hier und könnte jetzt mal einen Krieg beginnen. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie viel wir denn eigentlich haben. Wir haben tatsächlich 10 Leute. Ist natürlich echt nicht viel. Ich gucke mal, wer so dabei ist.
Der Toto ist selber nicht dabei, weil ich jetzt gerade meine Zauberfabriken ausbilde bzw. ausverbessere. Aber wir gucken mal, da sind ja doch ein paar da. Wir starten einfach mal. Mal gucken. 10 gegen 10. Und dann will ich euch über diesen Fortschritt hier in einem anderen Video was erzählen, wie es hier eigentlich weitergeht. Klar habe ich irgendwann die Lele auch gelevelt hier von Rathaus 9 auf Rathaus 10, denn ich wollte jetzt mit dem hier nicht noch weiter stehen bleiben. Ich habe noch Rathaus 9er Leute, also und auch noch 8er, aber ich wollte halt nicht mit den ganzen Sachen stehen bleiben, wollte euch ja über die Liga informieren. Also eigentlich schön gemacht hier. Ich hoffe, es beschwert sich niemand. Nein, ich wollte hier aber noch spenden. Habe ich das nämlich auch getan, denn man hält mir hier natürlich immer wieder nach. Steht hier oben, glaube ich, auch noch. Muss ich mal gerade gucken. Ja, beim Bonusverteilen stand das noch drin. Was meinst du, Totos-Account war ja nur zur Liga aktiv, sonst inaktiv. Ba, ba, ba. Nö, nö, nö. Naja, aber jetzt wieder ein bisschen aktiver. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns sicherlich in nächsten Folgen wieder. Also ich will ein bisschen an der Stange bleiben. Nicht gleich wieder volles Programm, aber und auch nicht, wie im Discord gewitzelt wurde, jeden Monat ein neues Video. So schlimm wird es nicht werden. Also bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.